Ja, schönen guten Morgen. Mit einer nicht ganz unwesentlichen Verzögerung bin ich jetzt unterwegs zu meinem ersten Auftrag. Hab's ja angekündigt, nach Schorndorf, also hinter Stuttgart noch. Ja, ich war nämlich schon aus Tuttlingen raus heute Morgen und wollte dann telefonieren und ging nichts. Und dann fiel mir ein, scheiße, ich habe ja heute einen Tarifwechsel bzw. Netzwechsel. Bin dann jetzt nochmal heimgeheizt, habe die richtige SIM-Karte eingelegt und kann jetzt Gott sei Dank wieder telefonieren. Bin jetzt natürlich etwas zu spät dran und muss jetzt natürlich irgendwie gucken, dass ich die Zeit auf der Autobahn aufhole. Ja? Also, gib ihm. Jo, bin gerade so im Bereich Sindelfingen und hier knubbelt sich's natürlich schon wieder ein bisschen. Klare Sache. Aber ich denke, ja, dass es da vorne wieder in Ordnung ist. Na, tolle Sache. Und der nächste Stau hier vom Heslacher Tunnel. Kurz vor Stuttgart. Mittlerweile fahre ich endlich durch Stuttgart durch, nach ein paar Staus und Verkehrsbehinderungen. Und ja, brauche jetzt so knapp 25 Minuten bis Schorndorf. Jo, jetzt bin ich kurz vor Schorndorf. Wetter ist Bombe, ne? Habt ihr gesehen. Wird auch langsam ein bisschen wärmer. Jetzt haben wir hier 4 Grad. Und ja, beim nächsten Kunden handelt es sich auch um einen Geschäftskunden. Der bekommt heute eine 10 Mbit Leitung geschalten via Ethernet. Hab noch nichts von einem Abschlussgerät gelesen. Also ich lasse mich mal überraschen, was mich erwartet. Jo, jetzt bin ich da. Das ist auf jeden Fall ein größerer Kunde. Jetzt müssen wir mal gucken, wo es hier reingeht. Kein Plan. Na, geile Sache. Jetzt war ich da verkehrt. Ja. Navi hat mich genau dahin geführt, aber war falsch. Jetzt denke ich, bin ich richtig. Hoffe ich. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, Mensch. Ich fahre immer nur hier in die Gegend rum und habe keinen Plan. Ja, mittlerweile scheine ich richtig zu sein. Na, da geht's hoch. Also bin mal gespannt. Jo, mittlerweile bin ich vor Ort beim Kunden, aber keiner weiß Bescheid. Und jetzt muss ich ja schon meinen Admin anrufen. Ja, hier ist auch ein leichtes Kabelwirrwarr, sage ich mal. Und ja, jetzt ist mir aufgefallen, dass die Gerätschaften, die ich eigentlich installieren sollte, die sind zwar da, aber da oben stehen die identischen. Ne? Deshalb... ja, muss jetzt erstmal abklären, was ich überhaupt machen soll. Ja, nachdem ich meine THE-Dosen nicht gefunden habe, habe ich hier mal alle Kisten aufgemacht, was hier war. Und siehe da, da oben hängen sie. Ja. Aber hier ist mein Serverschrank. Also jetzt, wahrscheinlich kann ich die nur jetzt mal provisorisch in Betrieb nehmen, die Strecke. Oh mein Gott, was für ein Murks. Also da oben meine THE-Dosen, ne? Dann geht es hier runter zum Modem. So, dann waren zu wenig Steckdosen, dann musste ich den Router
hier einstecken. Also so kann man das natürlich nicht lassen. Das heißt, ich nehme das jetzt mal prophylaktisch in Betrieb. Und wenn dann alles funktioniert, baue ich das wieder ab. Und dann muss der Kunde hier mal gucken, dass er hier genügend Steckdosen herkriegt. Weil er hat definitiv keine mehr oder wollte mir keine geben. Oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, hier sieht es schon ein bisschen wild aus. Ja, aber wenigstens hat mein Atva Router einen Uplink. Und die Leitungen werden auch jetzt alles synchron. Das ist eine 10 Mbit Leitung, nicht über Ethernet, sondern über Tal, also über 4 Amtsleitungen. Und ja, symmetrisch natürlich in beide Richtungen und jetzt sind alle 4 synchron. Ja, und heute bleibt mir schon wieder nichts erspart beim ersten Auftrag. Also der Router war natürlich nicht erreichbar. Und jetzt ist Engineering gerade über Remote drauf und versucht den zum Laufen zu bekommen. Ja, ich bin immer noch am Warten. Es geht immer nur nichts. Ne? Immer noch kein Zugriff auf den Router. Und wahrscheinlich lege ich mir jetzt gleich mal auf die erste Hilfe-Liege, wenn es so weitergeht, und mache ein Nickerchen. Also echt wieder übel. Halleluja, es ist vollbracht, der Router ist erreichbar, alle Tests waren erfolgreich, ja, da gab es wohl irgendein Problem mit dem Eingangsserver beim Netzbetreiber. Ja, und der Kunde hat da einiges zu tun, ne? Habt ihr ja gesehen, also es sah aus wie Kraut und Rüben alles und vor allem ja, waren die TAE-Dosen am ganz falschen Platz und so weiter, also krass. Auf jeden Fall muss der Kunde dann einiges tun, bevor die Leitung dann letztendlich in Betrieb nehmen kann. Ja. So, ich fahre jetzt nach Stuttgart, nächster Auftrag, halbe Stunde circa, also alles wieder zurück, gib ihm. Ja, und vielen Dank noch für die ganzen Beiträge zu dem Serverschrank, den ich vorher gepostet habe, bei dem Kunden jetzt hier. Also, ihr habt es ja gesehen, also katastrophal, also keine Ahnung, wie man sowas machen kann. Aber kommt vor, ich habe ja auch schon einige Fotos gepostet unter dem Beitrag, also ja, ist halt einfach so. Ihr wisst ja, Hauptsache funktioniert, ne? Das ist so das Wichtigste. Ja, wenn schon nichts klappt jetzt beim ersten Auftrag, kann man wenigstens sagen, das Wetter ist mittlerweile richtig geil hier. 13 Grad und super sonnig, also von dem her hervorragend. Ja, und schön gemütlich mit 40 durch Stuttgart, ne, Luftreinhaltung hier im Kessel, klar. Ja, ich bin jetzt gleich beim nächsten Kunden, ist auch ein Geschäftskunde. Und zwar gibt es da eine Migration. Das heißt, da fliegt eine alte Leitung weg mit dem entsprechenden Router und ein neuer Router kommt dran. Eine neue Leitung, wahrscheinlich eine schnellere oder so. Ja. Hab's mir jetzt noch nicht so genau anguckt. Aber ich hoffe, dass es dort etwas flüssiger läuft wie beim nächsten. Wie beim letzten Kunden, sonst bekomme ich echt die Krise heute. Ja, mein nächster Kunde ist natürlich wieder mitten in der Stadt. Ne? Also, geile Scheiße, das heißt, hier kann man parken, oder? So wie es aussieht, na, mal gucken. Ja, da kommt schon einer, Stadtsheriff, geile Sache. Ja, Satz mit X war wohl nichts, das muss ich doch ins Parkhaus reinfahren. Ja, und fällt jemandem was auf an meiner Windschutzscheibe? Nicht? Ja, mir auch nicht. Ja, da müsste nämlich eine grüne Plakette eigentlich hängen und die Dame vom Ordnungsamt hat mir jetzt gesagt, normalerweise dürfte ich gar nicht in die Stadt reinfahren ohne grüne Plakette und ich soll doch im Parkhaus parken. Dann kann sie mich nicht verwarnen. Ja, würde 80 Euro kosten. Also vielen, vielen Dank, Stuttgart. So, ich bin da und nach dem vorigen Anblick ist es doch hier schon wesentlich angenehmer. Ne, Vorderseite und Rückseite. Ja gut, besser geht immer. Ja, meine Leitungen habe ich auch schon gefunden. An diesen Flying TAEs hier. Ne? Ich glaube, es ist auch eine 10 Mbit Leitung. Und wenn eben eine Tal, also eine Kupferader nicht reicht, dann müssen halt vier her, ne? Damit die Geschwindigkeit ankommt. Ja, ist übrigens sogar eine 15 Mbit Leitung und zwar symmetrisch, also in beide Richtungen gleich schnell. Das ist mein Modem dazu und das werde ich jetzt mal so
prophylaktisch in Betrieb nehmen, weil nachher fliegen auf jeden Fall ein paar Endgeräte raus. Dann gibt es hier wieder ein bisschen Platz. Ja, was labere ich auch die ganze Zeit von prophylaktisch? Provisorisch meine ich natürlich. Ich bin schon ganz wirr im Kopf, ne? Nach dem Auftrag heute Morgen. Jo, mittlerweile sind meine Leitungen gesteckt. Und jetzt warte ich hier, bis die Kiste synchron wird. Müssten eigentlich alle vier Lämpchen dann dauerhaft an sein. Und nachher kommt ein Cisco-Router ran, auch wieder ein 1100er. Die ersetzen so langsam die 800er Serie, ne? Ja, zwei Leitungen sind schon mal synchron. Die anderen zwei noch nicht. Sollten es aber auch werden in den nächsten Sekunden. Ja, mittlerweile habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, der Router ist erreichbar über Festverbindung und über Mobilfunk-Backup. Aber allerdings von vier SHDSL-Leitungen nur zwei, wie man sieht. Und der Kunde hatte bis jetzt eine 6 Mbit-Leitung und hier hat er jetzt eigentlich eine 15 Mbit, geteilt durch 2 macht 7,5. Also ein bisschen schneller wird er jetzt für den Moment. Ja, und ich bin jetzt hier noch am Rumschrauben, die ganzen Halterungen, weil das Teil muss nachher ins Rack. So, Router ist jetzt einbaufertig und ja, jetzt fliegt dann gleich, wo ist er denn, genau, der Router fliegt hier raus, ja, der 1900er, 1921er und ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir so wenig wie möglich Offline-Zeit haben für den Kunden, ne? Also los geht's. So, neuer Router ist drin, da ist er. Der 1100er, ja, und den alten 1900er nehme ich jetzt mit, der geht wieder zum Netzbetreiber. Ja, das Auto ist wieder langsam voll. Eieiei, hier aus der Parklücke rauskommen ist echt krass. Mann, oh Mann, echt. Ja, auf jeden Fall, das hat jetzt eigentlich so ganz gut geklappt, bis auf das halt von vier SHDSL-Leitungen nur zwei funktioniert haben, na Pech. Muss jetzt aber die Telekom raus zum Entstören. Oh, also echt. Router ist auf jeden Fall erreichbar über Festverbindung, über Mobilfunk-Backup. Der Kunde ist jetzt ein bisschen schneller wie vorher, aber ja, wenn die Leitung jetzt dann komplett steht, dann ist alles in Butter. So, raus aus dem Parkhaus hier. Und raus aus Stuttgart vor allem. Und so, jetzt wird erstmal was zum Essen geholt. Die haben nicht Kohle für die Sau. So. Ja, Essensaufnahme beendet, noch eine geraucht und jetzt geht's raus aus Stuttgart. Und ja, jetzt warte ich noch auf einen Anruf, vielleicht muss ich noch nach Konstanz. Ne? Und Stuttgart-Konstanz, na, das ist natürlich nur eine Strecke. Aber jetzt mal gucken, ne? Ob sich der Ingenieur gleich meldet oder nicht. Ne? Also ich gebe Info. Ja, und nach über einer halben Stunde Telefonie jetzt mit dem Netzbetreiber wegen den Konstanzer Tickets haben wir jetzt festgestellt, dass der Fehler nicht unmittelbar in meinem Bereich liegt, sondern übergeordnet. Und zwar sind da zwei ISDN-Anlagenanschlüsse betroffen, die laufen über den gleichen Switch, über die gleiche Baugruppe und. Und deshalb hat sich jetzt Konstanz für mich erledigt. Das heißt, ich fahre jetzt nach Hause, wir haben 15.23 Uhr. Brauche jetzt eine halbe Stunde, bin im Bereich Oberndorf und dann mache ich auf jeden Fall Feierabend heute. Ne? Ja, ich habe gedacht, mit einem lecker Eis lasse ich den Arbeitstag noch ausklingen vollends und ja, bin jetzt in Tuttlingen angekommen. Heute ziehe ich noch einen TikTok hoch im Laufe des Abends, ne? Bin jetzt kurz vor 6000 Followern. Vielen, vielen Dank,
das läuft wie geschnitten Brot bei TikTok. Weiß auch nicht, was da los ist. Ja, auf jeden Fall, morgen geht's weiter. Morgen haben wir auch wieder ein bisschen was zu tun. Und ja, wünsche allen einen schönen Nachmittag oder Abend, je nachdem. Wetter ist ja bei uns wieder echt herrlich. Und ja, danke fürs Zusehen. Morgen geht's weiter. Bye.